Alter, der Sattel hier. Scheiße! Da haben wir die neuen Schuhe so versaut, ne? Alter, komm her! Jetzt wisst ihr, warum jetzt schon lange kein Rockwilder-Video mehr kam. Das ist der Grund. Da fahren wir jetzt einfach trotzdem, mir egal. Rüber geht's. Ja, komm her, komm her. Also Leute, wir sind hier übrigens mit dem Rockwilder 100S. Das Video haben wir schon mal gemacht, unten verlinkt. Ihr wisst ja, All Mountain Enduro. Wir wollten eigentlich jetzt nicht mehr fahren, aber ihr seht ja selber, alles so ein bisschen schlammig. Aber wir versuchen mal vielleicht so ein paar Stücke zu fahren. Jetzt nicht die ganze Line, aber halt so Teile davon und schneiden was mal zusammen mit Musik. Gucken wir mal. Also viel Spaß und ja, wir machen jetzt mal irgendwie ein Video. Hört nach irre. Wir können ja mal. Ich fahr mal die Kurven hier, das geht glaube ich. Ja. Braucht man nichts zu sagen hier. Flieger und dann irgendwo hin, wo es warm ist. In 3 Jahren fliegen wir mal irgendwo hin, Digga. Keine Ahnung. Weil das ist absolut kacke im Regen. Also wenn das so ist, das ist ja, kannst du also. Ne? Eigentlich habe ich eigentlich gar keinen Bock auf dieses Video hier gerade. Ich habe schon Bock Fahrrad zu fahren, aber nicht bei so einem Kack hier. Weil alles ist nass und das kriegt schon Ausraster, wenn ich das hier schon sehe. Aber wir machen trotzdem einmal, wir brauchen ein Video. Nur für die Community? Nur für... ja. Alter, wir fahren jetzt aber nochmal hier eine Runde runter. Wer dafür kein Like da lässt, ne, zu dem fahre ich nach Hause. Nein, aber ehrlich. Das ist absoluter. Ach, egal.
zum Aufregen gemacht hier. Ah, jetzt filmen wir übrigens mal mit der GoPro hier, damit das auch mal hier läuft. Schon wieder super genervt hier. Die Technik funktioniert nicht. Läuft jetzt oder was? Nein. Wenn die jetzt nicht filmt, ne, dann raste ich aus. Ach, Digga, die sieht aber auch. Keine Ahnung. Okay. Ich verstehe das nicht. Ach, das ist System, ich schmeiß auch aufs Fenster, also. Das soll immer so einfach sein, ne? Gibt doch gar keine andere Taste. Es gibt die. Ach, die läuft, die läuft. Alles gut, nichts mehr machen. Perfekt. Ja, ich muss die hochmachen. Das rastet vielleicht aus hier. Eieieiei. Ich sag ja, GoPro hat auch seine Probleme. Sag ich so wie es ist, Digga. Nie wieder. Ganz einfach. Alter! Ach, Digga, ey, Junge, Junge, baut meine Treppe nicht hoch, Alter! Alter, ey! Schon keinen Bock mehr hier. Ich könnte ein Ausrastervideo machen hier. Alles eingesaut hier. Ach Gott, ey. Ich halt die Kamera erstmal aus. Bevor wir hier noch irgendwas, ne? Andere Sachen drauf haben. Offenbar mal nicht. Die Kamera am Arsch. Ist auch egal. Hier, wo fahren wir jetzt? Nee, das ist nicht normal, das ist absolut, nein. Guck dir das, den Müllding an. Also, da müssen wir auch schon los. Nee, komm. Aber guck mal, eine Frage mal so, ne? Willst du dir das Genick brechen, Alter? Guck mal, da ist die Rampe, da ist die andere, also. Wir gehen aber hin. Also, hier kann ich mal reden. Wir gehen jetzt mal zu der anderen Leine da. Zu der großen. Ja, ey. Ausraster heute nur hier, ich sag dir.
Alter. Das war jetzt komplett hier. Junge. Ah. Also wir sind jetzt hier an dieser Line, die für mich noch überhaupt keinen Sinn macht, Digga. Weil ich weiß nicht, wer da springen will, jetzt mal im ganzen Ernst. Also, das ist ja für Big Bike gemacht, also für sowas. Enduro Downhill Freeride. Die neuen Schuhe sind versaut, ne? Das gibt nachher Ärger hier. Das ist ein Test. Das ist Materialtest. Materialtest. Ja. Aber die Rampe, der Radius sieht eigentlich geil aus, ne? Also. Ist gut. Du musst da wieder über den Übergang. Ich bin die, ja. Die ersten Baute hier hingestellt. Ich bin halt, wie sagt man, sehr speziell in solchen Sachen, weil wenn ich sowas schon sehe, dann kriege ich hier schon. Ich kann dreimal zurückbauen, bla bla. Wie bei uns im Park, wenn da irgendwas nicht läuft, dann drehe ich durch. Was ist einfach, das muss, wenn das so, dann kann ich ja schon, egal. Es muss einfach passen, sowas. Aber gut. Deswegen bist du auch nicht der Vereinsheim, ne? Fein auf keinen Fall. Du machst auch alles alleine. Und ich muss gehorchen. Danke. Meine Leiharbeiter. Verein, Digga, für was? Ist doch so. Komm wieder die Thematik hier, ne? Was haben wir mit Vereinen immer so? Ah! Läuft ja. Was wolltest du damit sagen? Dass wieder nicht also, falsch verstanden wird. Interne verärgern und verstreiten und seinen eigenen, die da drinnen sind und sich verstritten haben, bilden ihre eigenen Vereine etc. Ne? Was meinst du? Das Problem hast du nicht, ne? Nee. Ja, früher, aber wo man im Wald gebaut hat. Der eine will das, der andere will das. Weißt du, was ich meine? Aber so Vereine auf keinen Fall. Auf viele Fragen, was ich aus meinem Park mache, das bleibt einfach privat, ne? Auch wegen Versicherung, wenn der halt mal das Genick bricht. Das hört sich so an, aber es ist ja so. Du musst dich nur aufs Maul legen, schon bist du am Arsch. Wir leben hier in Deutschland, dann kannst du dafür richtig schön. Wie sagt man? Zahle man Söhne. Vielleicht gehst du auch dafür auch ein paar Monate ein. Kann ja. Also, ne? Ist ja leider so. Eine Scheiße, ehrlich. Also. Das Wort ist heute nur Scheiße, alles wieder wegpiepen, aber Alter. Video gesperrt wegen zu viel. Nee, komm, egal. Auf jeden Fall, das war's heute von diesem Video. Ein etwas anderes, war nicht so geplant. Eigentlich hatte ich über richtig Bock hier zu fahren und viele Aufnahmen zu machen. Aber bei so einem Untergrund, da kriege ich schon wieder Ausraster. Und da bin ich gereizt. Jedes Mal. Du weißt ganz genau, was ich meine. Wenn die Rampe nass ist, kriege ich schon Aggression. Und dabei lassen wir es heute, bevor ich hier gleich noch komplett ausraste. Und ja, das war's von diesem Video. Auf jeden Fall, wir kommen noch mal ein richtiger Test hier zu. Das war nur der Vortest jetzt. Der Einsau-Test. So sieht das Ganze aus im gefahrenen Zustand. Aber der richtige Test machen wir noch. Vielleicht noch mal in einem anderen Bikepark mal. Aber ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall, das war's für dieses Video. Ich drehe gleich durch hier. Also, Rockrider, das Fahrrad bei leobalschebikes.com zu kaufen. Zwei Versionen gibt es davon, AM100 und das AM50S. Es gibt aber noch andere Rockrider-Fahrräder, alles unten dazu und noch Balschi-Merch. Ja, das war's für dieses Video. Haut rein, bis nächstes Video. Ja. Der, ich glaube, wird's. Läuft. Hab gerade gesagt, ne? Ein Video nur ein Ausraster-Video machen. Alle Ausraster, die wir hochgeladen haben. In einem Video zusammen. Das sind einfach. Ach, die Haare jetzt wieder. Ich friere ab, Alter. Junge. Alter, da kriegst du wieder. Jetzt ist aber ganz schön. Alte Kacke. Und die Autos, guckt euch das an. Alter. Und alle gucken doof, alle gucken doof an. Was ist das für Leute? Egal.
Vielleicht gibt es Ausraster hier, ich sag's euch. Wieder. Ah, du fand ich da woanders hin. Noch mehr filmen hier ein bisschen, damit wir noch mehr Videomaterial haben. Opel Vivaro E. Habt ihr ja schon mal den alten Bulli, der ist ja auch schon mal gezeigt, ja, ne? Den alten weißen großen Bulli gibt's nicht mehr, RIP. Der ist in Rente gegangen. Der hat 10 Jahre gedient. Mit 10 Jahre, ne? Was laber ich hier? Doch. Und das ist jetzt der Nachfolger. An alle, die Autos hassen. Video dazu, schon mal ein kleiner Spoiler, bevor ich... Warte mal einen Moment. Jetzt wird man mich... Ich habe ja in Opel Rocks E, habe ich schon mal ein Video dazu gemacht, aber Video dazu wird folgen, aber nicht auf meinem Kanal. Nicht auf meinem Kanal, sondern auf seinem Kanal. Jo. Aber mehr dazu, dann so, wenn es soweit ist, ne? Aber nur schon mal ein kleiner Teaser hier. Also wer das nicht verpassen will, also dranbleiben. Abo da lassen. Für die Zentrale hier. Kleiner Teaser. Opel Vivaro E ist ein E-Bulli von Opel. Video dazu wird auf seinem Kanal folgen. Also lasst hier schon mal ein Abo da und Like, wenn ihr es verpassen wollt. Und wie ihr auch seht, wie man ein Fahrrad in so einem Auto transportieren möchte. Also dranbleiben, es wird spannend. Und das seht ihr dann auf seinem Kanal, ne? Haben wir abgemacht vorhin. Nicht auch bei mir, sondern bei ihm. Dein Spielzeug und nicht mein Spielzeug, also. Naja. Oh, Mann. Kein Verbrenner mehr. Aber Ende Gelände jetzt. Ich würde sagen, ich mache mich jetzt mal irgendwie von dem ganzen Schlamm hier mal. Irgendwie sauber. Meine Mutter killt mich, wenn die das schon sieht. Der kennt das nicht, ne? Also. Die wird mir den Hals umdrehen, wenn die das schon wieder sieht. Also. Weil ist es bei eurem Mutter genauso? Wenn ihr mal ausrastet, ich hoffe, dass ihr so dann weiß ich was. Das ist ein Mist hier, es haut mich, Alter.
Video dazu auf seinem Kanal. Und jetzt Ende Gelände.